es gibt schon eine Menge Menschen, die ganz genau wissen, wie sie unser System ausnutzen können. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Handwerksbetrieb, es steht ein Mann an der Theke und sagt, ich hätte gerne den Chef gesprochen. Der Chef kommt, kennt den Chef persönlich, der mir die Geschichte erzählt, sagt, ich bin nicht mehr zufrieden drüben bei einem anderen Gewerbebetrieb, kann ich bei dir anfangen? Er sagt, ja, kriegt einen doppelten, fast doppelten Stundenlohn wie vorher. Nach 6 Wochen sucht er das Gespräch mit dem Unternehmer und sagt, sorry, ich hätte gerne meinen alten Stundenlohn zurück, ich habe netto jetzt weniger wie vorher. Daraufhin sagt der Unternehmer, wie das mache ich nicht, geht bei uns auch nicht, weil haben wir dir ja gegeben. Der geht in Krankheit, Arbeitsgericht, der muss ihm noch eine Abfindung zahlen. Warum? Weil er sagt, die Zugeständnisse, die ich vom Staat bekomme, also die Stützen, die ich gekriegt habe, die waren mehr wert unterm Strich wie jetzt mit dem höheren Stundenlohn. Und davon gibt es eben auch Beispiele. Ich sage nicht, dass ich... Also wenn es den Fall gäbe, dann wäre der nur denkbar, sage ich jetzt als Experte für diese Gesetze, beim Bezug von Wohngeld. Dass man hier über eine Grenze kommt, dann fällt das Wohngeld weg. Und da achtet Politik, das ist eine Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass diese Übergänge immer fließend sind, dass genau das nicht passiert. Also der Fall, wenn der sie ja nicht beschwindelt hat, der Betroffene, der ist so selten, dass der auftaucht. Selbst bei Beziehern von Hartz IV, jeder Hartz IV-Bezieher, der arbeitet, hat immer mehr im Portemonnaie, als wenn er nicht arbeitet. Geht gar nicht anders. So ist es bei so gut wie allen Sozialleistungen. Und deswegen, wenn diese Geschichte sich so zugetragen haben sollte, ist sie wirklich ein so seltener Fall, den kann man sich einrahmen. Aber wir kennen es beim Steuersystem ja genau. Ne? Beim Steuersystem habe ich immer mehr in der Tasche. Es ist nicht so, als hätte ich weniger. Wir haben gerade gehört, jemand kriegt mehr Geld und hat weniger. Ja, das ist im aber Steuersystem man rutscht sofort nicht. in eine höhere Steuer. Das Einzige, was passieren kann, ist, das Einzige, was dann passieren kann, ist, dass die Preise weiter steigen und dass man dadurch weniger Kaufkraft hat. Man hat aber immer mehr Geld. Das aber die man Diskussion mit diesem dahinter, Ammenmärchen auch aufhören. Herr Huber, die Diskussion dahinter ist, wir reden über alle möglichen staatlichen Maßnahmen. Der neue CSU-Generalsekretär Martin Huber über alle möglichen neuen staatlichen Maßnahmen. Jetzt hören wir Klimageld, Energiegeld, Tankrabatt und so weiter. Aber richtig ans Steuersenken will keiner ran. Wäre das nicht der einfachste Weg? Einfach Steuern senken, massiv, Mehrwertsteuer zum Beispiel? Alles abschaffen. Zunächst einmal würde mich mal interessieren, für was die Ampel wirklich steht. Weil wenn jede Woche oder jeden Tag ein Vertreter einer anderen Ampelpartei durch die Talkshows tingelt und eine andere Vorstellung publiziert, dann weiß man auch gar nicht mehr, was die eigentlich wollen. Auch heute haben wir das ja schon erlebt. Und wie Sie richtig sagen, die einfachste Möglichkeit wäre natürlich Steuern senken und vor allem auch ein Belastungsmoratorium für die Wirtschaft. Wir müssen Bürokratie abbauen, wir müssen vor allem auch die Wirtschaft entsprechend unterstützen. Eben wie gesagt durch ein Belastungsmoratorium, denn die Auflagen oft einmal auch im Bereich der Bürokratie müssen jetzt zurückgefahren werden, damit auch, wie es der Herr Limbeck sagt, die Wirtschaft wieder Lust bekommt zu investieren und anzupacken, denn das ist ja auch das Rückgrat dessen, was wir in unserer Gesellschaft haben. Man blickt nicht so recht durch, also was will die Ampel jetzt konkret, wie soll die Entlastung aussehen über das, was beschlossen ist, hinaus? Eine Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel ist kein grüner Vorschlag und er wird auch nicht zum grünen Vorschlag, an dem Sie das behaupten. Tatsache ist, dass sich diese Ampel mit 2 Entlastungspaketen binnen 2 Monaten in der Größenordnung von 34 Milliarden Euro als ausgesprochen handlungsfähig erwiesen hat. Da kann man jetzt auf einzelne Komponenten dieser Entlastungspakete unterschiedlich gucken. Ich bin über manches wirklich sehr froh. Stichwort Energie, sozusagen Pauschale. Ich bin mit anderem weniger glücklich und halte das auch nicht für wirklich zielführend. Wir werden ja sehen, wie dieser Spritrabatt tatsächlich bei den Menschen ankommt oder nicht. Das haben wir ja anfangs diskutiert. Das ist doch aber auch gar nichts Ungewöhnliches, dass mit Blick auf große Entlastungspakete auch unterschiedlich geguckt werden kann auf einzelne Komponenten dieser Pakete. Ändert aber nichts an der Handlungsfähigkeit und daran, dass diese Koalition gehandelt hat. Und zwar in kurzer Zeit sehr zielgerichtet und überwiegend auch so, dass es bei denen ankommt, die es am dringendsten brauchen. Das halte ich mal der Koalition zugute. Und ansonsten werden wir die Diskussion weiter fortsetzen. Und ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass in dieser Ampel unterschiedlich geguckt wird auf die Frage, von Steuergerechtigkeit. Damit wir uns nicht falsch verstehen, ja, ich bin kein Neoliberaler oder Turbokapitalist und ich finde auch, Gewerkschaften haben ihre Berechtigung. Ich bin auch dafür, dass für faire Leistung auch fairer Lohn gezahlt wird, aber auch mehr Leistung. Nehmen Sie doch nur mal jetzt das Wochenende. Ich bin da gekommen, die Autobahnen sind voll. Wir hatten wieder seit Christi Himmelfahrt, das Land war wieder leer. Mir geht es darum, dass wir wieder mehr erst schaufeln, dann scheffeln machen. Ja, und dass wir über eine Steuer, wir waren ja mal kurz davor, einfach 3 einfache Steuergesetze, 3 Steuersätze, alles andere abschaffen.
boah, was hätten wir für eine tolle Entlastung. Wir hätten auch nicht mehr so viele Beamte, die das immer prüfen.